Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Diamant. Wir haben am letzten Mal die Eisenhöhle abgeschlossen und sollten von Urs ein Pokémon bekommen, was wir, ja, dann eigentlich trainieren sollten. Also so ein Riolu-Ei, aber das haben wir abgelehnt, weil wir keinen Platz hatten und jetzt auch keine Lust haben, zurückzurennen und dann Platz zu machen, um dann wieder durch die gesamte Höhle zu rennen und ihm das dann abzuholen. Deswegen nehmen wir lieber hier den Leuchtstein mit, verlassen die Höhle und können zurück und dann endlich unsere Aufgabe stellen, in die Bibliothek da reinzugehen, wo angeblich jemand auf uns warten soll. Für den Stream nochmal, Little Big Planet sollte fertig sein, ja. Also fertig installiert. Ich habe mich aber entschlossen, dass ich das morgen im Stream mache und dafür heute lieber noch die zwei Folgen Pokémon hier aufnehme. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, weil sonst hätten wir eben noch hier die halbe Stunde warten müssen und das wäre ein bisschen viel gewesen. Hallo, dies ist die Bibliothek von Fleetbrook. Bitte sei leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Ja, die anderen Leser nicht störst. Was ist denn? Bitte störe mich nicht beim Lesen. Ja, ist okay. Den störe ich halt nicht mehr. Dich störe ich aber. Die Bücher in der zweiten Etage sind einfache Lektüren. Die Bücher hier sind so schwer geschrieben, dass ich nichts verstehe. Oh. Oder der hat nicht gesagt, dass es einfache Lektüren sind. Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen, ist mir aber auch egal. Hey, Masti, hier lang. Also gut, Opi, ich habe Masti mitgebracht, wie ich es gesagt habe. Und nun bin ich auch schon wieder hier, wieder weg. Bäh. Ja, ich verstehe schon. Endlich sind alle hier, Masti und die anderen. Hört zu. Ich erinnere euch daran, dass ich die Entwicklung von Pokémon studiere. Aber je mehr ich studiere, desto mehr Geheimnisse tauchen auf. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die dies nicht tun. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Ja, die Entwickler dachten bei dem einen, dass es eine Pokémon-Entwicklung gut tun würde und bei den anderen haben sie halt keine dafür entworfen. Deswegen entwickeln sich Entwickeln sich nur die, die noch nicht ausgereift sind? Na, das würde ich nicht so nicht sagen, weil Mantax oder Mogelbaum oder Pantimos sind auch nicht so stark, dass sie schon ausgereift werden. Haben trotzdem keine Weiterentwicklung. Aber ich unterbreche nicht weiter. Und was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich nicht entwickeln? Müssen wir dann annehmen, dass diese Pokémon schon ausgereift sind? Ich habe eine Bitte an euch. An den drei Seen von Sinnoh sollen drei Illusions-Pokémon leben. Wenn wir Daten über diese bekommen könnten, würde das vielleicht etwas Licht auf den Prozess der Entwicklung von Pokémon werfen. Ich benötige bei diesen Unternehmen die Hilfe jedes einzelnen von euch. Helft mir, die Pokémon zu finden, die als Illusions-Pokémon gelten. Hey, was ist das denn? Wieso habe ich keinen Pokédex? Und wer ist aus dem Labor gerannt, wie von einer Tarantel gestochen, bevor ich ihm einen Pokédex geben konnte? Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es auch wichtig, Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Sie können auf mich zählen, ich werde mit meinem Pokédex helfen. Du doch bestimmt auch, Masi, oder? Ich hätte auch ohne... Egal. Es gibt drei Seen und ihr seid drei Trainer. Teilt euch auf, sodass jeder einen See untersucht. Lucia, du gehst zum See der Wahrheit. Wird gemacht. Barry, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blitzach. Der Weg dorthin ist schwierig, da schafft das nur ein starker Trainer. Deswegen gebe ich jemandem die Aufgabe, der gegen mich dreimal verloren hat. Ja, sicher. Opi, du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt, dass ich der Beste bin. Und so bleibt für Marcy nur noch der See der Kühnheit. Der See befindet sich zwischen Schleide und Weideburg. Fleetbrook ist was anderes. Weideburg, wenn ich mich richtig erinnere. Ist es vorbei? Seid ihr alle unverletzt? Lasst uns nach draußen gehen, aber seid vorsichtig. Gehen, aber seid vorsichtig. Ich mache mir Sorgen um den Ort. Ich dachte, es wäre schon vorbei, der Text. Sorry. Masi, beeil dich, aber vorsichtig beim Nachbeten. War das ein Erdbeben? Das habe ich mir nicht eingebildet. Ich fühle mich wackelig auf den Beinen. Das Beben ist vorbei, aber meine Knie sind immer noch wie aus Wackelpeter. Wackelpeter. Dieses Wort schon. Wackelpudding heißt das. Wackelpeter kenne ich nur aus Spielen oder von anderen Leuten. Ich habe das nie gehört als Kind. Dieses Beben, das hatte keine natürliche Ursache.
Hey, hey, Leute, Leute, da ist was Riesiges passiert. Am See der Kühnheit soll es zu einer Mega-Explosion gekommen sein. Tisch, bumm, so in etwa. Ja. Opi? Ich gehe zum See der Stärke, ich habe ein ungutes Gefühl. Dieser Barry kann wohl niemals still sitzen. Marcy, ich mache mir Sorgen um den See der Kühnheit. Ich habe keine Ahnung, was dort passiert. Du musst es herausfinden. Aber bevor du aufbrichst, muss ich dich warnen. Unternehm nichts, was gefährlich werden könnte. Wir werden dir helfen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Marcy, du passt auf dich auf, nicht wahr? Ja, überfürsorgliches Frauchen. Wir passen auf uns auf. Sag, Hypoterus hat noch nicht Stufe 40 oder Level 40, wird es aber bald haben. Wir fliegen nach Schleide und schauen uns dann im See der Kühnheit um. Was dort wohl passieren sein mag. Also, mit dem Fahrrad ab nach unten. Mit dem Fahrrad, habe ich gesagt. Na, also. Na, apropos Fahrrad. Hier steigen wir wieder vom Fahrrad ab und surfen da gleich mal rüber, wenn wir schon mal hier sind. Können wir auch eigentlich gleich einen Schutz aktivieren, damit hier auch bloß kein wildes Pokémon kommt. Mir fällt auch gerade ein, dass wir eine Surferroute vergessen haben. Die können wir aber nachträglich noch machen. Wir gehen jetzt erst mit der Story nach. Sonderbonbon. Und zwar wurden wir da ja in Fleetburg, hieß es glaube ich, wurden wir darauf hingewiesen, dass es noch eine Surferroute gibt, die wir jetzt unterhalb von Sandgame benutzen können. Und ja, wie gesagt, die habe ich jetzt gerade vergessen. Die wollte ich ja eigentlich jetzt machen, aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen mit der Story, mit der riesigen Story, die Pokémon-Spiele so bieten. Machen wir jetzt erstmal weiter. Und danach kümmern wir uns dann darum. See der Kühnheit. Aber von See ist hier nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen ein paar Karpadore, die neben ein paar Pfützen auf dem Trockenen liegen. Du willst nicht kämpfen? Haha, nächster Halt, See der Wahrheit. Der nächste Ort, der einer Zivilisation am nächsten kommt, ist das Kaff Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Hey, wir sind das Zweiblattdorf. Ich werde dir gleich eine geben. Ein Karpador Zappet hilft uns am Boden. Möchtest du dich den Karpador anschließen und hilflos im Matsch zappeln? Nein. So, jetzt müssen wir zwar wieder alleine kämpfen ohne Lucario, aber wir werden das trotzdem hinbekommen. Weil unser Hypoterus mittlerweile ein bisschen overlevelt ist und sowieso einen hohen Angriffswert hat, während wegen unseres Angriffs plus Wesens. Und unsere hohe physische Verteidigung, ja, lässt uns auch bei den meisten Attacken wenig Schaden nehmen, wie man gerade sieht. Jetzt brauchen wir nur noch eine Bodenattacke, die wir mit dem nächsten Level hoffentlich bekommen. Ja, Karpador, die mächtigste Waffe in Pokémon, das stimmt schon. Deswegen haben die den See auch in die Luft gesprengt, nur um an die ganzen paar Karpadore zu kommen. Einen anderen Grund hat das bestimmt nicht gehabt. Ich frage mich aber schon immer, warum die Karpadore hier an Land nichts tun können, also quasi nur rumzappeln, sich nicht bewegen können, aber die Trainer Karpadore einfach an Land einsetzen können. Und die dann rein theoretisch, wenn sie ein höheres Level haben, auch die Attacke Tackle einsetzen können. Also, das macht irgendwie nicht viel Sinn. Ja, wenn die Trainer es außerhalb von Wasser nutzen können, warum können die Karpadore dann von alleine nicht außerhalb von Wasser... Na, Pokémon und Logik halt. Da sind noch ein paar. Selbst Team Galactic hat keine Verwendung für Karpador. Ja, hättet ihr die alle mal, keine Ahnung, 10 Level trainiert, dann hättet ihr plötzlich eine Armee von Garadosen. Aber nein, das braucht ja keiner. Hat ja keiner Verwendung für. Wir haben die Galactic-Bombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Und wir hätten es verhindern können, denn wir wussten, dass hier eine Galactic-Bombe hingeschlafen wurde. Der Typ hat sogar davon geredet, der die hier reingebracht hat. Und trotzdem war uns das egal. Wir sind lieber weitergegangen und haben noch zwei Orden geholt. Unsere Hauptperson ist nämlich ein ganz schön selbstsüchtiges Arschloch, muss man so schon sagen. Der wusste, dass diese Bombe hier reingeschlafen wurde. Das fand ihm einfach vollkommen Wurst. Lieber erstmal die eigenen Bedürfnisse voranstellen, bis es dann zu spät ist. Bis dann alles in Luft geflogen ist. Dann können wir mal nachgucken, was da passiert ist. Aber auch nur, weil der Professor uns gesagt hat, dass wir hier nachgucken sollen. Sonst hätten wir das auch nicht gemacht.
So, blödes Golbert, jetzt gib uns endlich Stufe 40 oder Level 40. Ich bin jetzt durch Kingdom Hearts ein bisschen stufenmäßig drauf, sage ich immer Stufe. Da heißt es ja nicht Level. Und dann bringen wir uns endlich Erdbeben bei. Komm schon. Mach dieses Pokémon zu einem nützlichen Pokémon. Es erlernt Erdbeben. Jawohl. Wir können mit diesem Pokémon was anfangen. Mache ich mal Sandgrab weg, weil die Attacke eh nichts kann und trotzdem nur 70% Genauigkeit hat. Stattdessen eine richtig geile Erdbebenattacke. Und ein Gliebunkel, wo wir das Ganze gleich mal vorführen können. Da wäre nämlich eine Unlichtattacke nicht sehr effektiv gegen. Aber eine Bodenattacke umso mehr. Also tschüss. Den haben wir erledigt. Damit ist, glaube ich, nur noch der hier übrig, der ein optionaler Trainer ist. Ich glaube, der da kämpft nicht. Was machst du hier? Bist du eine von diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen? Ist doch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unser Hauptquartier in Steide gebracht. Ach was, die sind also auch hinter den legendären Pokémon in den Seen her. Deswegen haben die hier also den See gesprengt. Nicht wegen der Carpador-Armee, die sie dann machen wollten. Also, Hypoteros hat genug trainiert, deswegen kann der wieder weg und wir können mit Boyedi ein bisschen kämpfen. Und Hypoteros ist jetzt der stärkste und, ja, mittlerweile auch ein nützliches Teammitglied. Wenn unser Boyedi endlich Kaskade kann, das auch, aber das dauert leider noch. Es dauert leider noch sehr lange, bis es das endlich kann. Also, Galaktikrüpel. Da wäre natürlich jetzt ein Hypoteros nicht schlecht mit seiner Bodenattacke, die er mittlerweile kann. Gegen Team Galactic allgemein, weil die halt sehr viele Gift-Pokémon einsetzen, wie die meisten bösen Teams. Und Bonus auf Gift halt sehr effektiv. Naja, wir greifen einfach neutral mit Surfer an. Auch wenn wir einen höheren physischen Angriff als speziellen haben, sollte Surfer trotzdem stärker sein als Wasserdüse, weil Wasserdüse einfach keine starke Grundstärke hat. Da bringt auch unsere höhere physische Stärke nicht viel. Also solange wir noch keine Kaskade können, müsste Surfer immer noch die stärkste Wasserattacke sein, die wir momentan können. Also gar nicht so schlecht, dass wir ihm die beigebracht haben. Oh nein, tschüss Boyedin. Ja, natürlich kommt das blöde VM-Sklaven-Pokémon, was eigentlich keine VMs haben soll, keine VMs, keine EP haben soll, das wollte ich sagen, aber was soll man machen? Wurde halt zufällig ausgewählt hier. Weg mit Papinella. Und dann rein mit Panferno. Also, macht das Viech platt. Flammenrad oder Aeroass ist, glaube ich, egal, obwohl es schon auf Level 31, also ich glaube, Flammenrad ist ja doch sinnvoller. Wegen Step und so. Und dann fehlt hier nur noch einer an diesem See. Und der ist hier. Hier wäre eigentlich das legendäre Pokémon, aber sie haben es inzwischen wegtransportiert, leider. Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Aber für alle und für das Beste für Team Galactic. Ich glaube, ich habe doch wieder was überlesen. Egal.
kenne dich doch. Du bist doch das Kind, das im ewig genau das Gebäude von Dean Electric überfallen hat. Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Kind in die Knie zwingen lässt. Du warst gar nicht da, woher willst du das denn wissen, dass ich das bin? Egal. Jeder, der sich Team Galactic in den Weg stellt, wird die Konsequenzen spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Wir treffen also den letzten Chef von Team Galactic, beziehungsweise den letzten Commander von Team Galactic. Treffen wir nun Commander Saturn. Die eine hatte einen Charmian, beziehungsweise einen Snurgast irgendwann mal. Oh nein, ich habe was gespoilert, egal. Der andere hatte einen... Obwohl, die hätte sogar schon einen Snurgast, ne? Okay, ich habe nichts gespoilert. Die hatte einen Snurgast. Der andere hatte einen Skuntank und der hier scheint Kadabra zu haben. Die anderen beiden hatten jeweils noch einen Golbat davor oder einen Zubat. Dafür hat er hier noch einen Bronze. Also der hier hat ein bisschen abwechslungsreicheres Team als die anderen beiden. Macht ihn aber gegen unser Team nicht unbedingt stärker. Das Bronze sollten wir mit Inferno weghauen, dann kommt er sogar auf Level 39. Was auch immer er noch als letztes da hat, das wird uns auch keine großen Probleme bereiten. Oh nein, eine Stahlattacke. Das ist natürlich total schlimm. Hätte man lieber eine Psychoattacke eingesetzt. Aber KI in diesem Spiel. Ich kann das nur immer und immer wieder sagen. So, Level 39. Und dann Toxiquark. Ich glaube, da setze ich tatsächlich Hypoterus ein. Na, ich würde nicht sagen, dass die Pokémon-Story immer gleich ist. Ich meine, in Schwarz und Weiß war die schon echt total krank teilweise. Vor allem Schwarz 2 und Weiß 2. Da war die echt ziemlich krank. Aber ansonsten möchte das gegnerische Team halt meist immer aus irgendwelchen variierenden Gründen halt die Welt erobern, indem sie Pokémon klaut. Das stimmt schon. Ja, in Schwarz 2 und Weiß 2 war sie ziemlich krank, die Story. Und halt auch ein bisschen sehr übertrieben für Pokémon-Verhältnisse. Ja, dieser 10-jährige Junge, der die Welt jedes Mal retten muss, das stimmt schon. Vor allem, weil dieser 10-jährige Junge immer stärker ist als jeder andere Trainer im kompletten Land. Das heißt, das müssen ja alles ziemliche Vollidioten sein. Wenn ein 10-jähriger Junge, der gerade anfängt, Pokémon zu trainieren, innerhalb von einem Rutsch die komplette Arenaleiter wegballert, die Top 4 und den Champion wird und ja, gleichzeitig nochmal kurz die Welt rettet, ist echt ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich habe den ersten Text nicht vorgelesen, aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Ohne unterzugehen, Team Galactic wird die drei legendären Pokémon aus den Seen fangen. Nur mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon für sie der Wahrheit gefangen haben. Alles klar, dann werden wir nochmal kurz zum Pokémon beim See der Wahrheit schauen. Vielleicht hat er es noch nicht gefangen und wir sind noch nicht zu spät. Also schnell, fliegen wir nach Sandgemme. Wo ja im Süden die Wasserroute sein sollte, von der ich sprach. Die wir uns eigentlich nochmal anschauen müssen. Machen wir vielleicht vor dem nächsten Part. Schauen wir mal. In diesem schauen wir auf jeden Fall nochmal zum See. So. Lass uns hier mal runter, dann lass uns hier mal hoch. Und zum Wahrheitsufer. Hier waren wir schon mal ganz am Anfang unseres Spiels. Hier haben wir unser erstes Teammitglied bekommen. Ah, Marcy, welch ausgezeichnetes Timing. Team Galactic, diese Schurken suchen das legendäre Pokémon. Ich muss Lucia helfen. Oder du musst Lucia helfen. Ah, wer ist der alte Knacker nur?
So, die beiden müssen noch ein bisschen trainiert werden, deswegen kommt er nach vorne. Auch wenn wir Lux drauf der Wasserroute wahrscheinlich eh trainieren werden. Brojelin ist der Wichtigste. Unsere Aufgabe ist es, dich hinzuhalten und diesen Job erledigen wir jetzt. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Ah, wenn du meinst. Charmian und Charloco. Damit würden wir Luxtra auch treffen. Da setzen wir lieber Sternschauer ein. Und du haust den anderen, der überlebt, und hält mit Eisenschweif weg. Vielleicht überleben sie auch beide und dann musst du halt. Müssen wir zweimal angreifen. Na, sie werden wohl beide überleben. Das ist sogar relativ gut. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr abzieht. Aber wohl nicht. Mit Eisenschweif war nicht reichen. Na, no, doch. Luxra ist stärker als Brojelin. Oh nein, Giftstarre. Vielleicht vergiftet er jetzt Brojelin, dabei ist das doch so wichtig. Oh nein, tut er noch nicht mal. Also, Wasserdüse. Und dein Attack wird wahrscheinlich gar nicht mehr wichtig werden, denn Wasserdüse sollte ihn eigentlich besiegen. Tut es auch. Toll. Hey, Level 38. Ja, da ist kein Ziel, das war mir klar. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht sagen, du sollst nicht eingreifen. Also das gegnerische Brojelin, was wir neulich getroffen haben, das konnte Eiszahn. Das ist eigentlich eine Attacke, die ich wirklich für seinen Moveset gerne haben würde. Allerdings brauchen wir dafür, glaube ich, leider nur Herzschuppe. Weil die kann er, glaube ich, nur darüber erlernen. Und die haben wir leider nicht. Dafür müssen wir irgendwann mal in den Untergrund, den ich ja sowieso noch mal ein paar zeigen wollte, aber bislang noch nie dazu kam. Vielleicht dann irgendwann so, wenn es in Richtung Pokémon-Liga geht und ich mein Moveset ein bisschen verbessern möchte, dann werde ich vielleicht den ganzen Kram mit dem Forschersack und so mal zeigen, mit dem Untergrund. Damit wir da ein bisschen was zu sehen haben. So, machen wir den noch platt. Ich gehe einfach mal davon aus, ja, dass Wasserdüse genug Schaden machen sollte, dass wir mit dem Deckel das Ganze beenden können. Da müssen wir keine AP für Funkensprung verschwenden. So. Und ihr noch. Ich befördere deine Pokémon in die Erdlumlaufbahn. Wir bekommen einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission erfolgt wird. Das hängt ja nicht unbedingt von euch ab, ob die Mission erfolgt wird oder nicht. Die müssen ja nur das Pokémon abtransportieren. Weil verlieren werdet ihr so oder so. Das hat ja nichts mit dem Erfolg der Mission zu tun. Also, Wasserdüse auf. Ne, Knirscher auf Papinella und du machst einen Funkensprung auf Skunkabu. Wasserdüse ist einfach zu schwach. Knirscher reicht auch nicht, aber ich glaube, Wasserdüse hätte noch weniger abgezogen. Na schön, Luxra ist einfach wesentlich stärker als Brojelin. Solange. So, da hat sich eben kurz mal ein Antivirenprogramm gemeldet, deswegen fehlt es ein ganz kleines Stück, aber da ist eigentlich nicht viel passiert. Wie ihr seht, haben die einfach ihr neues Pokémon eingesetzt und ja, mehr war eigentlich nicht. So, hauen wir da nochmal drauf und dann hauen wir da nochmal drauf. Da sollten die auch weg sein. So.
So. Und dann machen wir noch Charmian-Platten, dann haben wir die beiden Trainer auch. Und dann würde ich diesen Part eh beenden. Das heißt, sehr ärgerlich, dass ich jetzt nochmal so einen Cut machen musste. Dann ist der Part jetzt vielleicht ein bisschen kürzer als normal. Aber dafür waren die letzten beiden Parts ein bisschen länger als normal. Das gleicht sich wieder aus. Im nächsten Part werden wir dann hier gucken, was hier am See der Wahrheit noch so passiert ist. Also ob wir rechtzeitig gekommen sind oder nicht. Und werden uns dann wohl, wenn ich dran denke, hoffentlich die Wasserroute südlich von Sandgemma angucken. Und uns danach dann zum letzten See aufmachen. Soweit kann ich schon mal verraten, dass es da dann weitergeht. In neue Gebiete und auf dem Weg zum letzten Teammitglied. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.